So, für mich geht es direkt weiter mit Foundation. Für euch einen Tag später. Ist aber, denke ich, kein Problem. Das bedeutet, wir haben das letzte Mal hier unsere ersten kleinen Wohnhäuser bauen lassen. Wir haben unseren Holzfäller, Steinmetz, unseren Sammler und unser Sägewerk, was jetzt auch schon arbeitet. Momentan bauen wir am Lagerhaus rum. Und natürlich haben wir unseren Marktplatz, der für uns fleißig das Essen verkauft. Jetzt warten wir darauf, dass das Lagerhaus fertig wird. Dann müssen wir darauf warten, dass wir genug Bretter haben. Denn wenn wir uns jetzt mal die Handelsansicht übergeben, nein, nicht übergeben. Handelsübersicht begeben, so rum, dann sehen wir hier, man kann Handelspartner freischalten. Also wir haben hier Devonport, wir haben Northbury und Meidel. Spricht man das so aus? Ich gehe davon aus. Auf jeden Fall sehen wir hier dann auch die Kosten, um die jeweils freizuschalten. Dann sehen wir hier, was die kaufen. Die kaufen zum Beispiel Beeren für 2 Gold, Steine für 3 Gold, also behauene Steine für 3 Gold und Bretter für 2 Gold und so weiter. Wir können da Fische für 100 Gold das Stück kaufen. Ist ein bisschen übertrieben, aber naja. Wir sehen aber auch hier, unsere Dorfbewohner bauen sich ihre Häuser eigenständig aus. Die sind jetzt auf Stufe 2. Hier sehen wir Ausbaustufe 1. Ist auch Ausbaustufe 1. Aber hier passen jetzt, glaube ich, mehr Leute rein. Genau, da passen jetzt doppelt so viele Menschen rein. Und umso schöner die Gegend ist, umso mehr bauen die aus. Das bedeutet dann, jetzt muss ich überlegen, hier war das, glaube ich, genau. Hier sehen wir dann, wo ist ein guter Platz für ein Wohngebiet. Hier, wo es rot ist, wo wir arbeitende Bevölkerung haben, da absolut nicht. Hier hingegen ist es grün, so Marktplatznähe und auch immer so Brunnennähe, wo sie sich versorgen können, wo sie was erreichen können. Da siedeln die Leute gerne. Und das können wir natürlich ausnutzen, indem wir sagen, wir bauen öfter mal einen Marktplatz oder mal einen Brunnen, damit es den Leuten besser geht. Wir können jetzt hier zum Beispiel dann auch sagen, wenn wir hier gleich 3 große Häuser haben, wir bauen hier noch einen Brunnen hin. Aber wir müssen gucken, wie groß sind die Dinger. Gut, machen wir das erstmal wieder aus. Das war der falsche Knopf. Das hier wollte ich. So, wir haben jetzt... Oh, genau 21 Bretter, das heißt, wir können den Handel freischalten. Und haben jetzt ein freies Territorium bekommen. Wir machen mal ganz kurz Pause. Obwohl, wir können es weiterlaufen lassen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rausscrollen, sehen wir Territorium. Wir können jetzt von unserem Hauptsitz weitere Sachen kaufen. Und wenn man diese freien Territorien nicht bekommt, dann bezahlt man pro Wabe 500 Gold. Ist jetzt später absolut kein Thema mehr. Aber momentan ist unsere Grenze 500 Gold. Und wir erhöhen jedes Mal die königlichen Steuern. Mehr Land, mehr Steuern, logischerweise. So, aber wir wollen jetzt erstmal noch gar nichts kaufen. Glaube ich. Ich muss gerade überlegen. Ich weiß nicht mal, was ich überlegen wollte. Achso, wir wollten, jetzt weiß ich's, erstmal wieder diese Ansicht weg. Hier, Beeren, Bretter und Werkzeuge, dann freien Träger mit ins Lagerhaus. So, Träger sind dafür da, die holen dann die Sachen ran, lagern die alle im Lagerhaus. Damit dann nicht das Volk, was hier schon arbeitet, auch noch zum Lagerhaus laufen muss. Und wir sehen schon wieder 2 neue Dorfbewohner. Es geht voran. Langsam, aber es geht voran. Und jetzt müssen wir mal gucken. Was bauen wir als nächstes? Wir könnten ein Forsthaus bauen. Brauchen wir noch nicht. Wir können uns ausweiten oder wir machen natürlich erstmal die Aufgabe und das machen wir jetzt erstmal. Das heißt, wieder ins Handelsfenster und hier können wir jetzt zu den Handelswaren gehen. Sagen, Werkzeug einkaufen. Bis zu Wert.
So, wir haben jetzt 10 Werkzeuge. Wir wollen jetzt, sage ich mal, immer 20 im Lager haben. Dann geht das voran. So, jetzt brauchen wir diese Übersicht über die Dorfbewohner. Jetzt sehen wir hier, oh, ganze Menge schon arbeitslos. Das heißt, wir brauchen einen neuen Sammler. Einen Holzfäller mehr. Dann haben wir schon mal nicht ganz so viele Arbeitslose. Und jetzt sollen die Leute bürgerlicher werden. Das bedeutet, wir müssen eine Kirche bauen. Jetzt überlege ich nur gerade, bauen wir jetzt hier schon eine Kirche hin oder bauen wir erst feldweiter eine Kirche? Ich denke, wir bauen sie schon hier hin. Ja, das ist gut. Ländliche Kirche. Wir brauchen ein Hauptgebäude. Achso. Diese Handelsfenster. Hier steht dann immer, dass wir Leuten auswärts helfen sollen. Also wir können dann sagen, wir helfen dem König, dem Klerus oder unserem eigenen Volk. Das hat was mit diesen drei Sachen hier oben zu tun. Arbeit, Königreich und Klerus. Wenn wir jetzt hier, wir brechen das hier mal kurz ab. So. Wenn wir jetzt hier auf Prunk gehen, auf Arbeit gehen, dann sehen wir, alles klar, ab 2 Prunk und 10 Leibeigenen könnten wir hier was auswählen. Und dafür brauchen wir diese Punkte, die hier vorne stehen. Also Prunk, merken wir uns, ist dafür da, dass wir Bereiche freischalten und die jeweiligen Punkte, sprich Hämmer, Schwerter, Klerus, ich nenne es einfach mal Klerus, Glaubenspunkte, kann man nennen, wie man möchte, brauchen wir dann zum Kaufen. Wir können dann hier, wenn wir 2 Prunk bei Arbeit haben, können wir die Fischerhütte freischalten. Oder wenn wir hier zum Königreich gehen, könnten wir jetzt schon sagen, weil wir keinen Prunk dafür brauchen, wir nehmen den hölzernen Bergfried, eine Holzwand, eine große Steinmauer und so weiter. Und das Ganze zieht sich dann hier komplett über die 3 Fraktionen und dann können wir hier diese 3 Fraktionen unterstützen zu jeweils 10 Punkten, die wir kriegen. Oder, wenn wir sie nicht unterstützen, aber es angenommen haben, 2 Punkte abziehen. Oder, was ich sehr praktisch finde, weil man hat zum Beispiel am Anfang nicht immer diese 20 Fische. Wenn wir die jetzt kaufen würden, würden wir dafür 2000 Gold bezahlen müssen. 2000 Gold bei momentanem Stand 402 ist jetzt nicht so drin. Das heißt, wir behalten erstmal alles für uns und machen weiter. So, machen wir das hier oben erstmal wieder zu. Hauptgebäude. So, wir bauen hier die Kirche am Markt. Ja, so ist gut. Jetzt nicht wundern, dass ich die hier gerade so mitten ins Nichts setze. So, und wir können jetzt, wenn wir hier diese ganzen Sachen sehen, man kann hier Türen dran bauen, logischerweise. Wir nehmen Tür C. Dann bauen wir da noch einen kleinen Turm dran. Dann kann man hier die Größe verändern. Wenn man diese Größe verändert, verändert sich der Prunk von dem Gebäude. Was aber auch gleichzeitig teurer wird, sind die Wartungskosten. Sprich auch später der Unterhalt. Wartungskosten hat es so lange, wie es eine Baustelle ist. Und wenn es keine Wartungskosten hat, hat es Unterhaltskosten. Und die sind mitunter sehr teuer. So, wir wollen natürlich jetzt nicht so einen riesen Turm haben. Ist jetzt die Frage, was wollen wir für eine Kirche? Die Kirche hier werden wir später noch ausbauen. Das hier wird unser, ich sag mal, Hauptgebiet, weil das hier auch unser Hauptmarktplatz wird. Das bedeutet, der Turm. Kriegt man den? Nee, da will ich den nicht haben. Ja gut, müssen wir nur da lassen. Das ist aber sehr komisch. Warum ist der da? Naja, dann bleibt er wohl erstmal da. So. Das Gebäude machen wir ein bisschen höher. Müssen wir mal gucken, wie viel Prunk brauchen wir für die nächste Stufe? 5. Das heißt, das ist nicht so die Welt. Zu hoch möchte ich es aber auch nicht machen. Moment, das ist die niedrigste Stufe. Wir gehen 2 hoch. 2 reicht, denke ich, vollkommen aus.
So, dann passen wir den Turm hier noch ein bisschen an. Mit dem zweiten Gebäude könnten wir eigentlich runtergehen. Aber nein. Ah, noch ein Stück höher. So? Oh, da war Wald im Weg. Schon wieder. Ich denke, so ist es ganz gut. Und dann können wir jetzt zum Beispiel noch Erweiterungen dran setzen. Machen wir erstmal nur an einer Seite. Wir nehmen erstmal die B-Erweiterung. Was uns einfach so ein bisschen, ich sag mal, Puffer gibt für Leute, die Glauben suchen. So. Das ist unsere Kirche für den Anfang. Die brauchen wir auch gar nicht höher ziehen. Das würde uns im Endeffekt nur mehr kosten und momentan nicht mehr bringen. So. Man kann nämlich hier so ein bisschen über die Landesgrenze hinausbauen, was ich ganz gut finde, dass die nicht so, sagen wir mal, extrem bindend ist. So. Und dann können wir für 140 Steine, 110 Bretter, 47 Werkzeuge und 10 normale Holz den Bau beginnen. Das dauert eine Weile. So, und dann haben wir hier oben ein Hinweisfenster. Finde ich total geil. Kann man jetzt mal drauf gucken, dann sieht man, konnte kein Holz in der Nähe finden. Das bedeutet für uns, er hat kein Abbaugebiet mehr, sage ich mal. Aber wir kriegen auch hier noch diese Meldung zusätzlich. So, das bedeutet für uns, wir müssen hier wieder zum Abbau. Wir können jetzt hier sagen, das brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Weg damit. Aber du darfst hier dein Holz hacken. Mach das erstmal alles weg. Und solange wir keinen Förster haben, können wir diesen Abbaubereich erstmal so lassen. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich überlege gerade, ich glaube, wir werden uns erstmal in die Richtung hier kaufen, damit wir dann auch irgendwann die Fischer direkt bauen können und dann noch ein bisschen mehr Nahrungsversorgung haben. Letztendlich, wie gesagt, das wird der Hauptpunkt und von dem gehen wir dann nach hier und nach hier weiter. Und dann nach jeweils ein bisschen nach oben und nach unten, aber das halt wirklich als Hauptsitz. So. Mary und Catherine, fröhlich bei der Arbeit. Ich denke, wir sollten schon wieder genug neue Leute haben, dass wir sagen können. Moment. Irgendwann die Übersicht zugemacht. Ja. Hier, 5 Steinmetze, wir gehen voll rein. Sammler haben ein paar voll. Ja, wir können jetzt noch wen ins Sägewerk stecken, aber momentan hält sich ganz gut die Waage. Wir kriegen ein bisschen Holz plus. Und Bretter gehen auch vorwärts. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir noch einen Sammler bauen. So, immer gucken. Man kriegt halt pro, ich sag mal, Sammelstelle einige Sammler drumherum. Man darf es aber auch nicht zu eng bauen. Hier wird jetzt schon langsam Holz gelagert. Im Normalfall könnte man Holz und behauene Steine und natürlich auch Nahrung alles schon verkaufen, was uns mehr Geld bringen würde. Brauchen wir aber momentan noch nicht. Das kommt auch noch, aber momentan ist es noch nicht nötig, da wir halt auch noch die Steine und das Holz brauchen. So, jetzt können wir mal gucken. Haben wir noch Arbeitslose? Ja. Die Liliane, die wird jetzt noch Baumeister. Und die Sophie. Die Sophie wird auch Baumeister. Dann haben wir jetzt schon mal 4 Baumeister. Dann geht das Ganze hier noch ein Stück schneller von der Hand. Dann kommen wir hier auch vorwärts. Weil natürlich brauchen wir nicht nur die Materialien, sondern auch die Arbeitsleistung. Und das sehen wir hier oben. Finde ich ganz cool gemacht. Generell ist so viel so cool in diesem Spiel. Zum Beispiel auch, dass man diese Wohnhäuser nicht setzen muss. Dass man einfach sagt, pass auf, da habt ihr, sagt wie ihr es wollt, macht's euch und dann ist gut. So, dann werden wir jetzt mal gucken,
Wir haben gerade einen Stein und es dauert halt einfach ewig, bis hier neue Steine kommen. Schon allein, weil die Leute scheinbar gerade alle Pause machen. Alle fünf. Weil wir haben ja da jetzt fünf Leute. So, dann müssen wir nochmal gucken. Ja, wir hätten noch ein bisschen mehr Wohngebiet haben können, ne? Ja, passt noch nicht so ganz. Oh, das war zu weit. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Gucken wir nochmal hier. Ja, ist ein kleiner Knick drin, aber was soll's. Das heißt, wir nehmen das hier noch dazu. Guck mal, vielleicht baut dann hier wer. Oder hier noch irgendwo. Ich weiß es nicht. Aber es sieht nicht so aus. Aber man kann auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel findet, dass die Häuser zu eng zusammenstehen, kann man hier bei diesem Haus sagen, okay, hier wohnen zwei Leute, aber das Haus kommt weg. Dann dauert es ein bisschen und dann bauen die irgendwo ein neues. Aber Pech hat natürlich an der gleichen Stelle. So, unser Wald geht auch langsam zur Neige. So, das ist was, wo ich dann zum Beispiel diese Ansicht hinnehme. Dann sehe ich, alles klar, bis hierhin ist Wohngebiet. Das heißt, ich kann hier irgendwo dann neue Arbeitsbereiche festlegen. Indem wir jetzt sagen, wir nehmen... Oh, wir wollten hier unten übrigens noch einen Brunnen hinbauen. Und hier hinsetzen? Oder wir setzen den... Hier? Ja komm, wir setzen den da hin. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich ein Forsthaus. So, wir brauchen noch einen Holzfäller dann. Wo bauen wir den Holzfäller noch hin? Den werden wir wahrscheinlich da noch hinbauen. Das heißt... Hier kommt unser Förster hin. Den dürfen wir aber wiederum nicht zu nah an unsere Sammelstelle bauen, weil ja da noch Sammelhäuser drumherum kommen. So, mal gucken. Ne, wären es Bären gewesen, hätten wir die jetzt abgeben können. Also hier kommt noch ein Holzfäller hin, dann haben wir das Sägewerk. Dann packen wir dich doch hier hin. So, dann können wir da auch gleich sagen, Aufforstung, hier ein bisschen weg. So, das ist eine ganze Menge Wald. Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen jetzt hier zum Beispiel noch eine zweite Reihe machen. Das heißt, noch ein Holzfäller, noch ein Sägewerk, vielleicht noch ein Förster. Und dann reicht dieses Gebiet aus. So, jetzt machen wir einfach mit dem Abbau hier grob nach. Zack. Aber momentan wird halt die Kirche gebaut. Was auch manchmal hilft, wenn die Leute hier nicht bauen. Es hilft nicht immer. Aber manchmal ist es verbuggt. Dann gehen wir nochmal auf Wohngebiete. Machen das Ding mal ein bisschen größer. Sagen, hier nicht mehr. Warten kurz. Ja, ich warte dann meistens hier unten. Sieht man ja, Woche 12, Tag 4. Ich warte dann meistens, bis hier unten kurz was tut. Und dann gibt es wieder was. Und dann... Manchmal funktioniert es. Nicht immer. So, Tag 5. Diesmal zum Beispiel funktioniert es nicht. Klassischer Vorführeffekt.
Der Brunnen steht. Was brauchen wir denn noch? Bretter brauchen wir momentan noch. Lilly, du musst arbeiten. Wo ist Lilly denn? Lilly arbeitet. Oh, ist auch auf Arbeit. Finde ich ganz cool, dass man die hier verfolgen kann. Lilly möchte Glauben haben. Möchten wir nicht alle an irgendwas glauben? So. Unsere Kirche ist erstmal... Nee, warte mal, das war gar nicht Kirche. Was ist denn jetzt fertig geworden? Irgendwas ist fertig geworden. Oh, baut hier hinten noch jemand sein Wohnhaus? Das ist gut. Dann hat es ja scheinbar doch funktioniert. Hey, haben wir schon ziemlich nah dran gebaut. Das ist nicht so geil. Vielleicht müssen wir dem hier sagen, du auch weg. Vielleicht geht es dann. Ich hoffe es. Ja. Schon wird ein neues Haus gebaut und wenn wir Glück haben, wird vielleicht hier auch mal was gebaut. Weil das Haus steht jetzt anders. So gut. Das soll es aber für diesen Part auch erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.